Bei der Deutschen Post beginnen heute die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 130.000 Mitarbeiter ein deutliches Gehaltsplus von 6%. Zudem soll es die Möglichkeit geben, statt mehr Geld mehr Urlaubstage zu bekommen. Die Konzernführung hat im Vorfeld bereits durchblicken lassen, dass sie die Forderungen für zu hoch hält, auch weil die Briefmengen Jahr für Jahr sinken.